wie die Quote ist. Wenn sie 2,25 ist, würde der Computer sagen, okay, kannst du spielen, machst du keinen Fehler. Die Nummer hier wird dann die Kohle gemacht quasi. Wenn ich sehe, okay, da ist was zu holen, dann kann ich hier, habe ich hier meinen leichten Vorteil und dann, das sind dann die Dinger, wo dann die Kohle gemacht wird. Immer wenn die Ballquote höher ist als die Ballquote, kannst du es spielen. Meeting verlassen, nein, fortfahren. Genau. Hallo Dirk. Hallo, Sigma. Ja, lange hat's gebraucht, aber jetzt endlich habe ich gesehen, dass ich jetzt einen Zugang habe zum Tool. Super. Ich habe jetzt auch das Worldwide Zugang, habe ich gelesen. Und naja, kannst du 50 plus liegen, kannst du alle, die ganze Welt bearbeiten, ne, wenn du willst. Ich habe es ja auch schon gemacht, teilweise für Australien, Ägypten und sonst was, habe ich alles mal initialisiert und kamen sofort gute Ergebnisse raus. Also nicht jetzt gleich gewonnenes Geld, aber gute Ergebnisse, marktgerechte Quoten. Du hast direkt ausgetestet, okay, ja, dann, also ich bin auch gespannt, würde es jetzt auch gerne mal austesten, machen wir es einfach mal auf. Also ich würde sagen, ich teile meinen Bildschirm oder wie hast du dir das gedacht? Ja, also da können wir wahrscheinlich am besten arbeiten. Da kann ich dir wahrscheinlich hoffentlich die Dinge gut erklären. Okay, ne? Dann gehe ich mal hier auf Bildschirm freigeben. Okay, ich gebe jetzt hier ein Bedmaster. Genau. Okay, ja, hier bin ich auch schon drin. Ich bin wahrscheinlich automatisch eingeloggt. Die Hilfe für jetzt, alle. Okay, ich lese das jetzt einmal vor und dann gehen wir so Stück für Stück durch, dass wir hier, möchten Sie die Hilfe für alle Bildschirme durchgehen? Soll ich da auf Ja drücken als Anfänger oder? Also nein, ich gehe jetzt erstmal hier. Die Teams für diese Saison sind noch nicht initialisiert und finalisiert. Möchten Sie dies jetzt tun? Was bedeutet finalisiert und initialisiert? Also ich will jetzt Sport wetten und was bedeutet das, was jetzt hier steht? Weil ich habe mich eingeloggt, habe ich das hier gesehen und dann war erstmal so ein paar Fragen. Na klar, also ich meine, da du ja offensichtlich gleich auf die Bundesliga geschickt wirst hier, ne? Man sieht ja schon, dass die Bundesliga ausgewählt ist. Ach so, hier auf die Saison. Genau, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nur auf die EM, weil das sozusagen in vereinfachter Form uns das alles zeigt, wie man da vorgehen muss. Ne? Okay, dann gehe ich jetzt hier einfach auf, möchten Sie dies tun? Und dann gehe ich auf Ja. Nein, möchtest du nicht, weil du würdest dann die Bundesliga initialisieren, aber schon abgelaufen ist, die uns im Moment nicht betrifft. Ne? Okay, dann gehe ich jetzt hier einfach auf Nein. Genau. So, jetzt sehe ich hier oben Spiele. Also das sind jetzt, okay, Teams, Tabelle, Langzeitsimulation, Ihr Plan, Worldwide Teams. Okay, das ist, wie ich freigeschaltet bin und hier kann man dann noch Hilfe bekommen. Ja. Wie komme ich jetzt zur Europameisterschaft? Du musst wahrscheinlich links scrollen, bis du Europa findest. Du bist bei Europa, aber da musst irgendwo, siehst du jetzt die ganzen Ligen. Geh nochmal weiter runter, scroll mal weiter runter, da hättest du alle. Jetzt hast du Europa. Bei Welt hast du Europa, das ist halt, Hier. Das ist jetzt eine Darstellungsform, weil das sozusagen Länderspiele dann, aber erkennt man hier vielleicht nicht so gut. Das heißt, ich klicke hier rauf und jetzt möchten Sie diese Bildschirme durch. Nein, wollen wir auch nicht. Nein. Jetzt gehen wir auf European Championship. Jetzt muss ich mal hier das Bild ein bisschen rausschieben. Aus dem Bild. Die Kameraperspektive. So. European Championship. So heißt sie eben unten. Hier unten. Ja, genau. Okay. Genau. Wir wollen das kostet 5 Euro, glaube ich, jetzt, ne? Die Einsteiger. Nur für die EM, ja. Genau. Und dann hat man hier unten. Dann hat man hier unten, dann muss man quasi nicht so weit suchen, sondern man findet dann, kommt dann direkt in European Championship rein, oder? Genau, das sollte jetzt jeder zugänglich haben. Ich wollte bloß sagen, dass du einen etwas längeren Suchpfad da hast. Mit der kleineren Version, ne? Mit der, sagen wir mal, Testversion oder jetzt halt wie so eine Schnupper-Version. Ne? Okay, so, hier geht es auch auf Nein, weil wir müssen jetzt keine, genau, wir wollen das spezifisch. Doch, jetzt müssen wir, das müssen wir jetzt machen. Okay. Saison, weil wir jetzt halt in Europa drin sind, okay. Also du siehst ja auch hier unten, steht ja Türkei, Italien, steht ja alles auf Null. Also es ist am 11.06., wir haben den 10.06. heute Morgen geht es also los.
Aber dann willst du ja Werte berechnet haben, dass du jetzt praktisch am Markt wettenmäßig teilnehmen könntest oder okay. halt zumindest vergleichen. Also du musst jetzt initialisieren. Ja, genau. Okay. Okay, jetzt so. Ändert sich das hier. Möchten Sie, das ist ja nervig hier. Möchten Sie Bildschirme? Naja, das ist schon gut, aber das will ich jetzt auch nicht weiter besprechen. Du kannst dir halt irgendwann eine Hilfe anscheinend. Wir machen es ja jetzt im direkten Gespräch, von daher die Hoffnung wäre, dass man halt jetzt auch diese Bildschirmhilfsbildschirme durchgehen kann, ohne dass man jetzt... Aber dann macht das Sinn. Die Zuschauer schauen ja jetzt unser Video und sehen, lernen die Dinge noch detaillierter. Ja, hier nee, klar. Also wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich wahrscheinlich das alles mir angucken und anschauen und durchgehen. Genau. So, jetzt okay, versuchen wir mal. Erstmal so mein erster Eindruck. Viele Zahlen. Jetzt wollen wir mal sehen, Stück für Stück. Also hier oben haben wir wieder Europa. European Championship, das ist jetzt quasi, soll ich hier raufklicken? Nein, du hast schon alles, du müsstest bloß nach unten scrollen, dass du die Mannschaften siehst. Ach so, Genau, du siehst jetzt, hier siehst du alle Mannschaften initialisiert, wenn man so will. Alle sind gleich gut und alle, da ist immer 1,0, 1,0, 2,0, das ist halt irgendeine Vorbelegung. Also jetzt nochmal ganz nochmal von Anfang an, weil ich wirklich hier gerade, ich sehe gerade nur Zahlen. Die Frage ist jetzt, also ich will jetzt ein Spiel, ich will jetzt sozusagen meine Wettstrategie, die du mir auch beigebracht hast, will ich jetzt hier anwenden. Mhm. Ja? Das heißt, ich sehe jetzt hier alle Teams erstmal. Alle Teams, die bei der EM dabei sind. Richtig, und weil wir nur das eine Turnier haben. Ich will jetzt ja quasi die besten Quoten für meine Strategie herausfinden. Du willst, sagen wir mal, gewinnbringend wetten und genau. Und sagen wir mal, der Markt hat auch irgendwelche Einschätzungen. Der hat aber nicht alle Mannschaften gleich gut, sondern jeder weiß halt, dass Frankreich besser ist als Finnland. Bei dir ist im Moment alles gleich eingestellt. Ja. Der Computer gibt aber bestimmte Möglichkeiten dir vor zum Init. Jetzt müsstest du wieder hochscrollen. Ich habe bloß mal gezeigt, dass wir jetzt eine Vorbelegung haben, die aber sinnlos wäre. Okay. Da oben ist jetzt ein Init-Knopf. Den sollst du aber jetzt nicht drücken. Den will ich bloß dir zeigen. Genau. Da würde er, sagen wir mal, Computer vor Zahlen vorbelegen, ja. Das wollen wir jetzt aber noch nicht drücken. Das ist quasi aus der Historie. Ganz genau. Von 2016 zum Beispiel. Genau. Und jetzt erläutere ich dir kurz, wie wir diese Gewichtung machen könnten. Also, die ist jedem freigestellt. Du kannst jetzt auf diese Gewichtung, da steht also Gewicht, ja. Ja, 2020, wenn du links da guckst, genau. Und jetzt bist du übergehend nach Gewicht. Genau. Und 2020 können wir nicht gewichten, da ist kein einziges Spiel gespielt. Ja. Das ist also sinnlos, da kannst du keine Gewichtung eingeben. Das wäre sozusagen, wenn das nächste Turnier kommt oder so, dann ist es schon vorgelegt. Für das 2016 hätte er hier eine Gewichtung von 3. Ich weiß nicht, wie der... Was nur mit Gewichtung meinst du? Das heißt... dass die Leistungen, die die Mannschaften in 2016 gebracht haben, halt mit dreifachem Gewicht, so wie es jetzt eingestellt ist. Von 2012 würde er mit doppeltem Gewicht machen, von 2008 mit einfachem und 2004 würde er gar nicht mehr einrechnen. Okay, ich würde das Sinn. Aber viel näher zusammenschieben. Also das wäre mein Vorschlag. Also ich würde dir jetzt vorschlagen, zum Beispiel 2016 vielleicht eine 2 draus zu machen. Du kannst einfach diesen Wert ändern. Ja. Also ja, kannst du vielleicht so oder kannst du auch einfach ich meine genau. Man kann das, genau. Und jetzt kannst du, vielleicht willst du 2012 etwas weniger, aber wir wollen auch ein bisschen mehr Ergebnisse drin haben. Aber 2012 spielt doch eigentlich gar nicht mehr mit rein, oder? Wenn du das auf Null haben willst, dann stellst du es auf Null. Nur hast du denn nur wenige Mannschaften bewertet und du hast halt vielleicht ein paar Ausreißerergebnisse, dass Wales zum Beispiel hat da sehr gut gespielt und die haben in anderen Turnieren überhaupt nicht mitgespielt. Weil du meintest, Belgien zum Beispiel ist in der Weltrangliste weit oben, ich glaube Weltranglisten erste. Heißt, und die sind halt über viele Jahre sehr konstant, das heißt 2012 gewichte ich jetzt einfach auch mit 1,2. Ja, das ist super, genau. Wenn du deine eigenen Ideen hast, dass du sagst, du willst es drin haben, du willst es nicht ganz so stark wie die letzte, aber vielleicht auch, die 1 gefällt mir da, dann würde ich aber 2004 auch mit reinnehmen, aber du kannst auch dann 0,4 eingeben oder 0,3 oder so, aber nur dann ist es ein bisschen mit Gewicht. Ja, dann hat man halt einen sicheren Wert am Ende, ne? Also
Ja, so du kriegst immer mehr rein, aber dann kannst du sagen, ja, das, was mich gar nicht mehr interessiert. Ich mach mal, ich denke 0,6. Mach jetzt einfach mal. Siehst du, gut. So. Gut. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, die Qualifikationsergebnisse mit einzurechnen. Okay. Da haben wir extreme Differenzierung, weil das sind ja die nächstliegenden Ergebnisse. Also denn das ist ja die Quali 2020. Ja. Da haben Spiele stattgefunden. Das heißt, hier wäre es wahrscheinlich dann eine 4 oder so, ne? Wenn du willst, mach es auf 4. Ich würde es vielleicht auf 2 oder 3 machen, aber du kannst auch 2,5. Wenn es die Quali-Spiele nicht so ausscheiden. Sie sind sehr wichtig. Also, wenn du willst, sie sind halt näher liegend, aber sie sind, ja, macht dann. Aber es ist halt, man muss halt auch berechnen, dass, also ich meine, Deutschland zum Beispiel ist ja eine Turniermannschaft. In der Quali sind sie jetzt nicht unbedingt gut. Das heißt, würde ich jetzt eher auf, also zum Beispiel die letzten Spiele waren ja jetzt nicht so. Ich mache jetzt hier einfach mal eine. Also ich finde es schon wichtig, die Quali, vor allem jetzt, wie sie sich so geschlagen haben. Ich mache jetzt einfach mal 3,7. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt machst du die 2016er Quali, machst du vielleicht unterhalb der 2016er Endrunde, oder du sagst, es sind ja auch mehr Ergebnisse, die uns dann mehr beschäftigen als 2016 vielleicht. Weiß nicht, ob das dann auch eine 2 ist, 1,5, weniger, wie du willst. Also ich persönlich würde so vom Gefühl her oder von sagen, dass die Quali-Spiele 2016 wenig Auswirkungen auf jetzt haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal da eine 1,5, obwohl das ja auch schon viel denkt. Ja, da hast du, genau. Und jetzt kannst du das genauso bei der Quali 2000, du kannst ja auch kleinere Werte nehmen. Es ist eben, wird dann alles nur ein bisschen mit eingerechnet. Wir kriegen ja dadurch auch nur eine Vorbelegung vom Computer, die wir ja natürlich danach noch bearbeiten können. Ne? Wenn du das sehr klein machst, kannst du auch machen. Ich finde gut deine Ideen. Ja, so. Das wird jetzt, ob du dann auch überhaupt davon was spürst, weiß ich nicht. Ja, aber ich, ganz ehrlich, also die Quali 2008, dann nimm die raus. Genau, und jetzt müsstest du auf Init drücken und dann kriegst du Vorbelegungen für die Mannschaft. Ah, das heißt, dann sehe ich hier direkt dann Zahlen, die ersten. Genau, also besser als 1:1. Ja. Ja, mega cool. Also, ich bin jetzt schon richtig begeistert. Hoffentlich, hoffentlich bist du natürlich zufrieden. Okay. Wie du schon selber bemerkt hast, ist Belgien halt top und steht jetzt auf dem ersten Platz sogar da. Ne? Ah, und jetzt sehe ich hier quasi schon die Tabelle, die Einschätzung sozusagen. Eine Art von Ranking. Nordmazedonien, das ist ja... Sind die schlechtesten, ne? Wenn du so willst. Wenn du dich daran orientierst, kannst du so lassen. Wir können gleich noch ein paar Dinge dabei durchsprechen. Wir müssen aber ganz dringend etwas machen. Du musst mal diese Spalten umschalten, weil das Problem ist, wenn wir diese Qualifikationsspiele haben und sonst was, die sind alle nach dem Prinzip Heim, auswärts. Wenn du also jetzt auf Spalten umschalten, da ist ein roter Knopf sichtbar, oben links. Ah ja. Da könntest du jetzt sehen, dass er hier mit einem Heimvorteil rechnet. Also das heißt, da steht der Home-Faktor, das ist jetzt egal. Also, aber da siehst du Werte, du müsstest du vielleicht ein bisschen breiter machen, deinen Bildschirm, weil das jetzt anscheinend mit der Anzeige. Auf jeden Fall siehst du da Werte, die nicht 1,0 sind. Wir haben jetzt bei dieser EM eine einmalige Austragungsform. Jetzt sieht man es wahrscheinlich noch besser, Etwas besser vielleicht. Wir haben bei dieser eine einmalige Austragungsform, das heißt also, dass überall gespielt wird. Ob wir dann mit Heimvorteil rechnen sollen oder bei den Städten oder ob wir nachher noch sagen, wenn Portugal in Spanien spielen darf oder die haben bessere Bedingungen oder wenn Finnland irgendwo in Rumänien spielen muss oder so, haben die weiter Anreise. Ich weiß nicht, ob wir da einen Heimvorteil sowas kennen. Ob jetzt ein Heimvorteil ist, vor allem auch durch Corona und so, weiß ich nicht. Schwer. Ganz genau. Deswegen würde ich halt vorschlagen, das kann ich dir jetzt oben zeigen, dass du auch aus Gründen der Einfachheit, wir können dann individuell pro Spiel, wenn du jetzt sagst, oh, England spielt heute im Wembley, weißt du, wir haben jetzt wieder 20.000 Zuschauer oder so, und sagst du, jetzt will ich doch einen kleinen Heimvorteil haben. Dann musst du es speziell für dieses Spiel eventuell machen. Aber fürs Turnier ist es aus meiner Sicht jetzt erstmal ratsam, also den Heimvorteil rauszurechnen. Das heißt, und was mache ich dann? Jetzt? Ja, da musst du jetzt nach oben scrollen, weil da hast du allgemeine Settings. So habe ich es jetzt gemacht. Da siehst hier ist der Home-Faktor. Da siehst du ein Average von 1,137. Die weißen Werte sind immer die du verändern kannst. Da steht 1,137 zu 0,864. Mhm. Da machst du einfach vorne 1 und hinten 1. Und dann hättest du die Werte, die weißen sind veränderbar, die unten sind nur berechnete Werte. Also hier,
Average, genau, mach da einfach eine 1 draus. Also das ist mein Vorschlag. 1,0? 1,0, genau. Ja. Und dann hinten auch eine 1,0. Dann hast du keinen Heimvorteil. Hinten nein. Okay. Ja. Genau. Ja. Dann hast du die alle, ja, du musst genau eine 1,0 machen. Du musst einfach den Wert komplett markieren, 1,0. So, jetzt hättest du sie zwar erstmal, naja, jetzt ist es noch nicht übernommen. Jetzt sind noch die gleichen Werte drin wie unten, also wie vorher. Du siehst auch vorne bei Belgien 1,0. Also jetzt musst du noch Elite? Jetzt musst du, nein. Moment. Okay. Jetzt musst du auf den Pfeil, der so quer liegt, ja, daneben. Form alle drauf, ja. Genau, jetzt würdest du alles shapen, jetzt würdest du alles auf diesen Wert zwingen. Mach ich. Das ist auch eine Sache, das würde ich vorschlagen, aber man muss da nachher, genau, jetzt hast du sie alle auf 1,0 gesetzt. Jetzt ist kein Heimvorteil aktiv für das ganze Turnier nicht. Ja, alle Werte sind 1,0. Und das hat sich jetzt schon hier ausgewirkt? Nee. Du siehst es bei, doch, hat sich auch, weil alle Werte sind gleich. Weil die Heimerwartung, kannst du nochmal lesen, Heimerwartung bei Belgien ist exakt gleich der Auswärtserwartung. Und beim Home-Faktor steht 1,0, das stand vorher nicht da. Ja. So, jetzt bist du in einem Zustand, nochmal, gehen wir nochmal runter. Ja, hoch meine ich, also du musst in die andere Richtung scrollen. Genau, dass wir das nochmal sehen. Wir haben jetzt noch ein Problem, das ist der Toreschnitt. Weil, also, hier ist... du bist auf der, du warst jetzt auf dem Wert Home-Faktor und hinten steht noch Gesamt. Und da ist eben nicht nur das Gesamt alles jetzt meinetwegen normalisiert ist. Das ist richtig, weil es sind also es werden genauso viele Tore geschossen, wie kassiert werden. Das heißt also, hinten ist der für und gegen, die Werte sind genau gleich groß. Ja? Du hast es oftmals, wenn jetzt eine Bundesliga neu beginnt und dann kommen Aufsteiger, Absteiger und so, dann sind die Werte nicht gleich groß beide, weil dann schießen die praktisch eine Mannschaft, schießen die mehr Tore, als sie kassieren. Dann muss man das halt erstmal normalisieren. Das wird dann relevant. Das ist ja normalisiert, aber es ist auf einen bestimmten Wert und der Torschnitt ist 2,86. Wenn man, also das ist entstanden dadurch, dass du die Quali-Ergebnisse, da kannst du links nochmal gucken, da musst du links nochmal gucken bei den Goals. Also da, wo du Gewichtung eingegeben hast vorhin, da steht auch Goals. Da, wo du Gewicht vorhin eingegeben hast. Weiter links, du musst deine Maus nach links bewegen. Ja, hier steht ja Gewicht. Gewichtung. Da oben hast du Gewicht eingegeben oder Gewichtung. Daneben steht Goals. Genau, hier steht Gewicht und hier ist... Genau, das hast du alles eingegeben und daneben steht Goals. Und die Goals, es ist jetzt mal ein bisschen leider Deutsch-Englisch, aber das ist der Toreschnitt sozusagen. Und da siehst du also, welchen Toreschnitt du wie gewichtet hast jetzt. Und der von 2016 war der Toreschnitt. Geh mal jetzt auf die 2,118. 2,118. Unter den Goals. Auf die Spalte Goals. Auf die Spalte Goals, ja. Okay. Denn du hast die Gewichtung eingegeben. Da siehst du jetzt sich entwickelnde oder du siehst einfach einen Toreschnitt, der effektiv in den Turnieren stattgefunden hat. In 2016 war der Toreschnitt tatsächlich 2,118. Und 2020 war der in der Quali so hoch, also deutlich höher. Da hatten wir einen hohen Toreschnitt und du hast eine hohe Gewichtung eingegeben, wenn du das siehst. Ja? Also bei den Endturnieren waren es in der Regel 2,48. Hm. Da siehst du zweimal gleiche Werte. Geh mal auf die 2,48. Geh mal auf die 2,48, da drüber. Bei Gold. Du musst in der 2,48, dann gehst du auf die 2008er, da ist auch 2,48. Ja. Genau, dann gehst du auf die 2012er, da war 2,45. Mhm. Die haben also relativ konstant wenig Tore oder halt 2,48, 2,45. Im 2016er, im letzten Turnier, hatten wir einen geringeren Toreschnitt. Okay. Aber das wäre also die höchste Gewichtung mit dem geringen Toreschnitt. Das sind aber die Endturniere. Da hast du die Qualifikationsturniere, wo es mehr Tore gab. Da kannst du jetzt nochmal hingehen zu den 3,15. Das wäre also ein herausragend höherer Wert gegenüber dem 3,15. Die hast du auch am höchsten gewichtet. Die hast du ja auch höher gewichtet. Ja, als jetzt ist die Frage natürlich für mich gestellt. Ganz kurz. Wenn ich jetzt hier diesen Betrag, also diese hohe Gewichtung eingebe, ich erwarte ja trotzdem nicht, dass
am Ende im Turnier genau ein gleich großer, hoher Toreschnitt sein wird. Das heißt, wie kriege ich das jetzt noch mit rein? Ich könnte dann eventuell hier oben ein bisschen mehr Gewichtung eingeben, oder? Nein, darum geht es nicht. Wir können alles manuell machen. Wir machen es nach unseren Vorstellungen, woran wir glauben. Ich erkläre dir ganz kurz, warum in den Qualifikationsspielen mehr Tore fallen. Ja. Es sind effektiv mehr Tore gefallen. Mhm. Man muss wissen, dass in der Qualifikation ist die Absicht, aus 55 Ländern 24 jetzt zu machen. Und das heißt also, da sind 31, oder wie viele haben mitgespielt, die ausgeschieden sind? Also 31 sind halt ausgeschieden. Mhm. Und diese 31 sind halt am unteren Ende der Rangliste. Das heißt halt, da ist San Marino, Gibraltar, Liechtenstein, Aserbaidschan, Moldawien. Da sind also viele schwächere Nationen. Wenn diese schwächeren Nationen gegen die größeren kommen, das ist ja genau das Siebverfahren, was eben stattfindet. Dann ist es eben so, dass die Unterschiede natürlich groß sind. Durch die großen Unterschiede gibt es mehr Tore. Das heißt also, Gibraltar kommt halt nicht mit einem 0-4 oder San Marino. Die kriegen halt 8 Tore manchmal oder 6-7. Und dadurch hast du einen höheren Toreschnitt. Dieser Toreschnitt ist also verfälschend. Wir wissen warum. Aber du hast ihn jetzt so eingegeben, weil das kann der Computer jetzt nicht, jetzt soll ich sagen, ja, rechne nur für die Mannschaften, die da mitgespielt haben. Wir haben jetzt erstmal allgemein. Du siehst aber ja, in den Endturnieren siehst du ja, wie viele Tore es gab. Ja? Ja. Da gab es halt 2,48 oder 2,45 oder 2,118. Jetzt musst du dich entscheiden, an welchen Wert würdest du glauben, nur auf die Qualifikation bezogen. Also nur auf die Endrunden bezogen, Entschuldigung. Also würdest du eher sagen, wie beim letzten Mal, oder würdest du eher sagen, wie bei den 3 Vorgängerturnieren? Also da muss man selber so eine kleine Balance finden. Also würdest du, jetzt kannst du direkt auf die 2,86 gehen. Es ist ein Schritt, der ziemlich nötig ist, auf die 2,86, die weiter rechts stehen im Bildschirm bei den Goals. Weiter rechts. Okay, viel weiter rechts. Viel weiter rechts. Ach so. Ganz rechts bei den Einstellungen. Noch weiter. Ich muss hier, glaube ich, meine Kamera hier runterziehen. Du musst auf die 2,86 gehen. Okay, ich weiß ja. Hier. Und da musst du jetzt einen Wert eingeben. Ach so, an den ich glaube. Genau. Ach so, jetzt gucke ich mir natürlich die anderen, wahrscheinlich eher so die tatsächlichen Also vor allen Dingen die Endturniere, weil du sagst halt, Endturniere haben da eine andere Qualität. Ah, okay. Es gibt kein San Marino mehr. Ja, genau. Das macht natürlich Sinn. Das heißt, ich schaue mir jetzt hier an, die 2, von 2016 sehr gering, würde ich jetzt hier einfach so ein Mittel machen von, ich nehme einfach die 2,45, weil ich denke, dass es hier so ein bisschen dazwischen liegt einfach. Ja, genau. Aber ich würde vielleicht sogar sagen 2,4. Wir haben in letzter Zeit auch so ein bisschen abnehmenden Toreschnitt, also bei allen europäischen Ligen. Den kannst du direkt händisch eingeben. Mach einen Doppelklick auf den Wert oder mach es so, genau. Oder ja, und jetzt 2,45 oder 2,4. Ich würde eher vielleicht auf 2,4 gehen. Jetzt kannst du sowohl machen, jetzt scroll mal runter wieder und du hast noch nichts angepasst jetzt. Aber du siehst, dass bei den Mannschaften also gestaffelt viele Tore fallen. Da musst du auf die Spalte, auch da auf die Spalte Goals gehen. Und dann nur mal runter gucken. Da gibt es 3,1, 2,5, 3,5, 2,6. 3,2. Das sind aber vielleicht aus nicht ganz, bei Holland, Niederlanden gibt es mal viele Tore, 3,44. Mhm. Das könnte man so lassen, die Verhältnisse, oder man shaped die alle auf den Toreschnitt. Jetzt geh mal oben auf das, wieder also auf die 2,45. Ganz kurz, das, was ich jetzt hier eingegeben habe, der ist schon auf Belgien eingerechnet. Ist noch nicht wirksam geworden, weil du noch keinen Knopf gedrückt hast. Ach so, okay. Ich wollte dir bloß zeigen, dass du hier unterschiedliche Toreschnitt pro Mannschaft hast. Ob du den bei erhalten Italien, willst. Okay, ich gucke mal einfach, ob die Werte so vom Gefühl her stimmen können. Aber du hast es noch nicht runtergesetzt auf die 2,4. Nee, schon richtig. Aber ich überlege jetzt nur, was mir jetzt in den Sinn kommt. Italien zum Beispiel, vor allem in der Liga, war ja früher immer so, dass halt sehr wenig Tore gefallen sind. Und hier sieht man jetzt 2,6 passt, oder? Würde ich sagen. Ja, bloß also, du hast das Problem, dass du das noch nicht auf 2,5 runtergestuft hast. Genau. Mach mal jetzt auf Form alle. Hier, ja. Mach mal da. Mach mal den. Ja, klick mal jetzt. Den Button. Wir können, jetzt hast du alle auf 2,4. Jetzt kann ich dir nicht genau sagen, ob du nochmal ein Reset machen kannst, weil wir haben nie gespeichert.
Jetzt wären alle auf 2,4. Jetzt müsstest du praktisch das individuell eingeben. Also wir hätten erst das Normalisieren mal. Jetzt siehst du das bei allen. So, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Nein, das war, wenn überhaupt, mein Fehler. Aber ich würde dir es letztendlich doch raten, loszugehen. Weil man stellt es fest, bei den Endturnieren sozusagen, da kannst du so ein bisschen diese Vorgeschichte vergessen, aber du kannst natürlich trotzdem noch Feinjustierung machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Deutschland wieder sagst, Mensch, bei Deutschland habe ich doch immer gesehen, oder bei Holland oder Niederlanden, ja, dann kannst du da auch trotzdem nochmal die Werte und so bei Italien ein bisschen runter, also so wie du es eben gesagt hattest. Das kann man jetzt nochmal im Nachhinein quasi. Also wenn ich jetzt hier sehe, Italien 2,4 genau, und ich glaube nicht dran, genau, dann gehe ich sagen, einfach ein bisschen runter, ja? Genau. Und bei Deutschland, genau, du kannst jetzt 2-3 Mal klicken, nur dass man sieht, dass es diese Funktion und ob man das jetzt bei 2,4, jetzt könntest du zum Beispiel bei Deutschland als Gegenentwurf praktisch jetzt das ein bisschen hochsetzen, vielleicht bei das ist ein bisschen schwierig, ja genau, mit dem, jetzt drück mal da ein bisschen ein paar Mal rauf auf diesen Wert, so, und dann gehst du zum Beispiel noch auf Frankreich, stellst du wieder ein bisschen runter. Meinst du, die schießen wieder? Naja, wenn du nicht meinst, dann lass es so. Lass es so. Guck mal, das sind bloß so gewisse Vorschläge, die ich mache. Du kannst halt auch bei Niederlande jetzt. Naja, ich mache das so, wie natürlich der Wettprofi sagt, deswegen gehe ich jetzt hier runter. Nein. Lass mal, Frankreich ist gerade dieses Jahr durch für ihre Offensive. Verstehst du? Da kann ich dann eben immer. Und Benzema ist ja auch wieder dabei, ne? Richtig, siehst du? Du hast eben gerade Griezmann, Mbappé, haben wir halt vorne so. Du hast aber jetzt natürlich noch ein kleines Problem. Du hast also noch nie gespeichert jetzt. Also hoffentlich, dass man verstanden hat, dass man also den Toreschnitt noch individuell. Mhm. Da würde ich aber dazu raten, zwar so kleine Unterschiede zu machen, so ein bisschen nach den Erfahrungen oder Beobachtungen, die man hat. Man kann das auch hier bei den Teameinstellungen nochmal genauer nachgucken. Aber wenn wir jetzt nicht zu präzise machen, machen wir jetzt auf Speichern, damit wir das einmal drin haben. Hier oben, ja? Einmal speichern, genau. Okay. Dann würde ich trotzdem noch immer, jetzt hat er saved, sehr gut. Jetzt würde ich trotzdem noch immer das Ranking mal angucken und hier versuchen, kleine Veränderungen vorzunehmen, eventuell. Weil du hast zwar jetzt eine Vorinitialisierung aufgrund deiner Werte, aber das ist jetzt immer noch reine Computerlogik. Also du hast jetzt ein bisschen geshaped durch den Heimvorteil und das auf den Toreschnitt, aber du hast überhaupt keine Spielstärke Einschätzung verändert. Geh mal jetzt runter und guck mal das Ranking an. Weil das heißt, jetzt muss es ein bisschen spezifischer noch werden. Jetzt ist erstmal so allgemein. Genau. Jetzt hättest du praktisch eben so, wie es vielleicht heute auch viele machen oder versuchen oder einen Ansatz gemacht haben, dass sie halt sagen, ich mache mal nur Computer oder ich mache nur intuitiv. Also wie soll ich sagen? Okay. Weil das wäre nur Computer. Also und jetzt kommt sozusagen noch die zweite Komponente mit rein. Das, was man jetzt spezifisch nochmal glaubt und quasi jetzt geht es nochmal richtig ins Detail, sage ich jetzt mal, oder? Ich habe eben alle Mannschaften bewertet, so dass ich jeden einzelnen Spieler bewertet habe, also mit seiner Vereinsmannschaft, für die er spielt. Also wenn in einem Kader zum Beispiel jetzt 5... Was meinst du mit, dass du es gemacht hast? Das ist hier im Tool mit drin? Das ist nicht im Tool drin, sondern das habe ich separat in einer Datei. Die könnte ich dir auch nochmal zeigen, aber jetzt haben wir die nicht im Zugriff. Okay. Aber da kann ich dir bloß sagen, wenn ich jeden Spieler einzeln bewerte nach der Mannschaft, für die er spielt, und du hast jetzt halt bei England, hast du ja viermal Manchester City ist gar nicht, ich glaube dreimal Man City, dreimal Man United, die aber alle jetzt im Finalspiel waren, Chelsea 3 oder 4 Mal, du hast fast eine komplette Mannschaft von nur Champions League Finalisten oder Europa League Finalisten oder so, ja. Die können natürlich auch jetzt schon ein bisschen ausgelaugt sein, ne, weil sie halt viele Spieler hatten. Haben halt zu viel gespielt und England hat jetzt nie Erfolge gehabt. Ich wollte bloß sagen, haben wir natürlich trotzdem dann unter Umständen also bestimmte Verschiebungen gegenüber diesen Bewertungen hier der Mannschaften, die rein auf den Ergebnissen mit der bewährten Gewichtung, wie wir es gemacht haben, ja. Wenn du jetzt also, du siehst Verhältnisse, geh mal jetzt nach rechts auf Belgien und schau ihre Stärke an. Es ist bei dir sehr speziell raus. Nee, geh ganz nach rechts bei Stärke. Ganz nach rechts. Okay, hier. Genau. Belgien jetzt Stärke. Jetzt geh mal auf das automatisch sortieren und schalte das aus. Weil das hätte immer zur Folge, wenn du eine Mannschaft veränderst, dann verschiebt er sie gleich. Okay, ich muss meine Kamera. Achtung, einen Moment, ich muss nur meine Kamera. Okay. Du musst Stärke, da ist so ein Doppelfeil in beide Richtungen. Hier, ja. Achso, und hier klicke ich drauf, Da klickst du drauf. Und dann einfach, ist egal auf welchen, gerne.
Klick einmal drauf. Ja, okay. Dann ist er durchgestiegen. Jetzt macht er das nicht von selber. Mhm. Du hättest jetzt, wenn du Mannschaften veränderst, dann würde der die gleich hochschieben und so, das wollen wir nicht. Schau mal die Verhältnisse an. Belgien steht bei 2,9. Mhm. Das ist also vielleicht nach ihren Ergebnissen berechtigt, aber nach ihren Vereinsmannschaften, von denen die Spieler kommen, ist es nicht berechtigt. Also ich würde... Also weil du jetzt sagst, Kevin De Bruyne spielt nicht, oder? Ich glaube, der weiß man nicht. Oh, so, der hat sich ja verletzt, ja. Aber ich würde, selbst wenn wir das im Detail jetzt noch die Team-News mit einbauen, dann ist das Verhältnis 2,98 gegenüber Spanien, England, Italien. Mhm. Wir haben Frankreich noch relativ weit hinten. Das ist weit übertrieben. Also die sind deutlich zu hoch, aus meiner Sicht. Aber du kannst es auch... Ich persönlich sage es auch immer, weil ich halt nicht die Weltrangliste, da sehe ich halt Belgien nicht oben, aber das rechnet halt immer so einen Schnitt. Genau, deswegen würde ich sofort diesen Schnitt sogar vielleicht auf 2 runtersetzen. Also die Mannschaften an der Spitze so, also du kannst auch radikal ändern, aber das ist jedem so ein bisschen selbst überlassen. Jetzt würde er nicht automatisch umsortieren. Ja? Ach so, okay. Bei Spanien haben wir jetzt die Aufstellungsprobleme und die ganze Corona-Problematik, also die würde ich auch definitiv runtersetzen. Also sprich, eher sogar auf unter 2 tippe ich mal. Aber wir wissen jetzt, wir müssen abwarten. Wer darf denn alles spielen? Und die haben jetzt mit der U21 gespielt. Ich mache jetzt einfach mal auf 1,8. Richtig, als Beispiel. Ne? Ja. Auch England würde ich aufgrund der eher jetzt, wie Champions du gesagt hast, würde ich sie auch eher so vielleicht 1,9 oder sowas setzen. Ja, so ein bisschen ranrücken. Aber du wirst noch sehen, wir können also andere Mannschaften vielleicht auch besser machen. Ja. Das ist jetzt so ein Vorschlag. Mhm. Bei Deutschland siehst du jetzt, da gibt es auf einmal einen Riesensprung von Italien auf Deutschland. Natürlich haben die Deutschen schlechte Ergebnisse, wir wissen es alle, ja, in mehreren Wettbewerben. Aber eigentlich würden wir sagen, mach's mal wenigstens auch auf 1,8, jetzt 1,75 vielleicht, 1,8. Würde ich auch sagen. Kannst du auf 2,0 setzen, wie Belgien oder so, aber das wissen wir noch nicht. Polen steht natürlich hier relativ gut da, obwohl wir haben Lewandowski und so, kannst du auch so lassen. Aber du musst natürlich Frankreich und Portugal jetzt noch hochsetzen, aus meiner Sicht. Ne? Also ich sage auch Frankreich, ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, Frankreich mindestens also 2, Top-Favorit. Also für mich super. 2,2 mindestens. 2,3. Hm? 2,3. Und jetzt nur noch, also Portugal wäre die einzige, die man zwingend noch verändern muss. Ja. Also ja, auch stimmt. Wenn da, sagen wir mal, die sind ja auch amtierender Europameister, denke ich mal. Dann mache ich jetzt mal eine... Ja, das ist natürlich extrem hoch. Ne? Wenn du wenn du bedenkst, dass wir halt, wie gesagt, also ich meine, Portugal schätzen viele besser ein, als sie noch bei der EM waren, wo sie gewonnen haben. Das heißt, die Chance, dass sie halt diesmal wieder mit oben mit dabei sind, und die sind halt immer mit oben mit dabei, sind ja oft mit im Halbfinale. Machen sie auf 2,1, dann sind sie vor Belgien, sind aber auch vor England. Wir vor Belgien. Jede Mannschaft eine Begründung. Ja. Wir haben aber, natürlich würdest du jetzt bestimmte Werte rausbekommen, aber das würde halt deiner Fanleidenschaft so ein bisschen gerecht werden. Aber du kannst es ja hinterher immer noch ändern. Ja? Ich habe jetzt erstmal ein paar grobe Änderungen dir vorgeschlagen, nur so wie das jeder für sich jetzt individuell machen könnte, wo er sagt, spinnst du denn, Belgien, Deutschland ist doch nicht schlechter als England oder was hast du hier eingestellt oder so, weiß ich meine, der macht dann das umgekehrt oder so. Mhm. Und jetzt hat jeder das Recht. Wir können auch bei jetzt gehen wir ein bisschen nach unten, weil die unteren Mannschaften sind auch wichtig, sie gut zu haben, ja. Also zum Beispiel, ich finde, Tschechien. Warum ist das gut? Weil wenn ich jetzt natürlich die hier schlecht eingestellt habe, dann habe ich dann auch andere, also schlechtere Quoten, wenn die gegeneinander spielen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Belgien gegen hier zum Beispiel gegen Nordmazedonien spielt oder so, dann ist es natürlich blöd, ja. Nee. Es ist nicht so schlimm jetzt, was da rauskommt, bei dir gar nicht. Vor allen Dingen, weil es ja ergebnisbasiert bisher ist. Die Änderungen, die wir vorgenommen haben, sind jetzt nicht so gewaltig. Das würdest du gleich sehen, was rauskommt. Aber wir haben noch Niederlande vergessen. Du musst halt die Niederlande... Ich weiß nicht, was bei denen passiert ist. Die sind weiter oben jetzt ein bisschen, aber nicht so weit oben. Da musst du auf jeden Fall... Ich weiß nicht, aufgrund welcher Gewichtung das jetzt... Die musst du mindestens auf 1,5 oder so, würde ich sagen. Oder vielleicht 1,5. Ja, so würde ich mal sagen. Mindestens. Also wir haben da auch viele gute Leute. Jetzt würde ich das mal speichern. Oder du sagst noch... Wie bitte? Kroatien hier auf 1,0. Also wie gesagt, ich würde sie wahrscheinlich auch ein bisschen hochsetzen. Wahrscheinlich vor Ukraine, genau. 1,3 mal jetzt einfach. Ja, siehst du, wenn du die magst, machst du 1,3. Ich habe sie vielleicht auf 1,2, ein anderer hätte 1,1.
Oder lässt die 1,0, es geben nicht so gewaltige Unterschiede. Ja? Du kannst jetzt, ja, bei Wales, Schweden, Österreich, kannst du dir noch Gedanken machen, ihr könnt es jetzt einmal sortieren. Dann hast du nochmal eine Sortierung. Also sprich, du machst den Sortierpfeil da oben aus. Ja. Kurz, es ist ein bisschen blöd, du musst irgendwas anderes noch anklicken, weil das, so, jetzt machen wir, genau, jetzt macht das auch. Jetzt hat das sortiert, jetzt hast du Frankreich, Portugal, Belgien, Italien, nach deinen Vorstellungen, jetzt würde ich es nochmal saven, damit es, ich schaue noch einmal kurz rüber, ob ich da noch mit, ob ich damit einverstanden bin. Da passiert ja nichts Schlimmes, wenn du es sicherst, weißt du, ja, dann doch, geht dir nicht verloren. Wenn du es nochmal ändern willst, kannst du es ja wieder speichern, ne? Es ist bloß, wir haben relativ viele Änderungen gemacht, dann würde ich es mal zwischendurch saven, ne? Genau. Und jetzt hast du super Einstellungen, denke ich mal, die so etwa vielleicht so ein bisschen individuell geprägt sind, ja, durch verschiedene Werte, die da rausgekommen sind. Und es ist halt auch ein bisschen objektiv. Also wir, ne, oh, jetzt, Mann, kriegst du auch das hier, dieses Geräusch? Nee, ich glaube, das sind irgendwelche Nachrichten. Ja, bloß wir wollen es ja. Ne? Ja, richtig. Jetzt geh mal runter, also nochmal, ob du noch irgendwo eine Änderung machen willst, weil das wolltest du ja eben nochmal gucken. Ja, ich wollte mal kurz schauen. Ich schaue jetzt mal selbst kurz. Ja, genau, ob dir irgendwas auffällt. Frankreich. Also ganz ehrlich, also ich sehe England eigentlich schon noch ein bisschen höher, aber mich macht auch die Problematik mit der Champions-League-Belastung macht mir auch Sorgen, weil viele auch gar nicht mehr so den Ansporn haben und dann sind keine Fans im Stadion oder nicht so viele. Ich glaube, das lasse ich lieber so. Ja. Polen würde ich vielleicht sogar über Kroatien machen. Dann stelle ich das hier, ich stelle Kroatien runter und Polen rot rein. Genau, da kannst du, glaube ich, direkt... Aber das funktioniert jetzt nicht. Doch, aber du siehst es wahrscheinlich nicht, weil das halt da eine Stelle zu wenig angezeigt hat. Also ich mache jetzt hier 1, du kannst direkten Wert, kannst du 1,25 oder 1,21 oder was weiß ich, genau. Und da kannst du mehr eingeben, genau. 1,23. Siehst du, jetzt hast du 1,24 eingegeben. Er würde das schon übernehmen, ne? 1,4 ist ein bisschen sehr viel, ne? Vielleicht. Ich habe jetzt 1,24. Aber irgendwie... Ja, du hast ein Problem, weil du jetzt das Autosort wieder eingeschaltet hast. Ah, okay. Dann so, jetzt habe ich Russland hier. Ah, shit. Genau. Ah, okay. Was mache ich jetzt hier? Muss ich 1, ja, das ist ein Problem, weil du solltest das Autosort vielleicht ausschalten vorher. Ne? Okay. Ja, dann gehe ich... Das muss man jetzt natürlich so... Nee, da musst du, genau, auf den... Weil dann bist du definitiv... Immer ach ja, das war ein guter Tipp, okay. Das heißt, ich habe Ukraine jetzt auf... nee, Quatsch, ich war ja auf Kroatien, ne, habe ich jetzt auf 1,2 und Polen ist immer noch weiter oben. Wollte ich ja weiter oben. Genau. Wollte ich weiter oben haben, genau. Also ansonsten selbst wenn Schweden, wir jetzt diese Sachen... Genau. Ibrahimovic ist ja immer noch verletzt, oder? Richtig? Ja, ich glaube, also, ja, ich meine, ob das dann entscheidend ist. Jetzt schaue ich nochmal kurz rüber, einfach fix. Und ob Deutschland jetzt wirklich so weit unten ist, aber doch, ja. Also ich meine, die haben einfach nicht überzeugt, sagen wir. Ich lasse es. Ja, also du kannst es so lassen. Vielleicht, wenn du es nur nach den Vereinsmannschaften bewertest, da kommt bei Deutschland, da kommt schon ein bisschen besserer Wert raus, aber da hätten wir dann die Leistung total vernachlässigt. Ne? Also würde ich sagen, ist ein relativ gesunder Kompromiss, den du machst. Aber man muss ja auch wissen, gerade bei so einem großen Turnier, wenn man dann die Leistung einmal sieht, dann hat man schon die Möglichkeit, auch hier nochmal eher manuell dann anzupassen. Ne? Dass man, weißt du, meine, wenn man, das wird also viele jetzt betreffen, die dann sagen, wow, hast du die gesehen, die waren richtig gut, die waren schlecht. Oder so, weißt du, dass man dann nochmal nach dem ersten Spieltag. Aber wenn wir jetzt ins Turnier reingehen, können wir so machen. Du solltest nochmal saven, weil sonst kommst du nirgends, dann hast du das nicht übernommen, genau. Das müssen wir immer dran denken. Es kann aber sein, dass du hier auch nochmal gewarnt wirst, aber das wollen wir jetzt nicht drauf ankommen. Jetzt wolltest du also sowohl die Spiele als auch die Langzeitsimulation mal vielleicht durchgehen. Ganz kurz, ich habe jetzt hier unten erstmal die Einschätzungen und aufgrund dieser, was ist jetzt, wenn ich eine bestimmte Partie, also ich... Na, dann gehst du auf Spiele, das habe ich ja gesagt. Entweder wollen wir jetzt dann, mal aus... Okay, dann machen wir das lieber Spiele, weil mich persönlich würde es jetzt mehr interessieren zu sehen, ja, hier Frankreich, Deutschland, wie sieht's aus? Geh rauf. Okay. Ganz genau. Nein. Jetzt hast du, möchten die, nein, wollen wir nicht.
Jetzt kannst du halt oben rechts müsste irgendwo der Kompilieren-Button, ansonsten machen wir es Spiel für Spiel, ist jetzt kein Problem. Mach mal kurz, geh mal jetzt auf die, das ist auch hier mit deinem Bildschirm nicht ganz so, mach mal, geh mal auf die Partie Türkei-Italien oder wir können dann auch gleich gucken. Geh mal auf das Spiel, genau, geh mit der Maus dahin und klick darauf. Auf Italien? Auf Türkei, oder zum Beispiel, ja. Okay, Mensch. Ich will da bloß mal ein paar Features noch. Mannschaftenkader, ja? Geh mal auf Mannschaftenkader, Spiele haben sie jetzt noch nicht drin. Geh mal auf Mannschaftenkader oben in der Mitte. Mensch. Also, ne, du kannst hier sofort sehen, ich bin jetzt nicht 100%, wir kriegen diese Daten geliefert. Ja. Also da gibt es ja immer mal Änderungen. Gerade jetzt gab es halt Änderungen. Kann ich nicht 100% sagen, alle Kader jetzt auf dem aktuellen Stand sind. Aber ist natürlich ein fantastisches Feature. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob die Türken jetzt einen Widerstand leisten können. Da würde ich dir mal raten, ein bisschen runterzuspulen, dass du dann siehst, wen sie entgegenzusetzen haben. Sie haben den Söyüncü. Geh mal gucken auf Söyüncü, den Verteidiger von Leicester, Innenverteidiger. Du bist zu weit, du bist schon im Mittelfeld unten, ne? Ja, Sici hat also ich auch... Ich muss mich kurz zurechtfinden. Du musst ein bisschen nach oben scrollen, weil du bist schon an den Verteidigern vorbei. Hier, Celia, du bist vorbei an den Verteidigern. Ich bin jetzt ganz oben. Bei, genau, jetzt scroll ein bisschen runter. Ah, hier ist er doch. Nee, das sind die Italiener, die sind rechts und die Türken sind links. Okay, warte, ich muss mich... Der kommt schon dreimal. Ach, die zwei sind gehören zu Italien? Na, da steht ja, Nationality steht ja da, ne? Ach so, das ist immer so aufgeteilt, ja. Wäre cool, wenn hier noch so ein Strich dazwischen wäre. Weil ich habe es jetzt nicht auf ersten Moment, aber stimmt, ja, klar. Mein Fehler. Machen. Wir haben aber links, rechts, Italien steht drüber. Mein Fehler, ja. Man kennt ja auch die Mistchen. Ist auch egal, ja, klar. Ich meine, jetzt gehen wir ein ganz bisschen runter, dass wir mal sehen, das Potenzial von denen. Da hast du einmal Lille bei dem eins höher noch, also einmal noch, dass ich weiter oben sehe. Da hast du Lille im Kader. Cilic, oder wie heißt Cilic? Von Lille, französischer Meister. Okay. Dann hast du Söyüncü von Leicester auf der linken Seite. Ja. Söyüncü von Leicester, der natürlich auch eine tolle Saison gespielt hat, jetzt 25 Jahre inzwischen, aber natürlich gestandener Innenverteidiger. Kabak, Liverpool gespielt, steht jetzt Schalke noch, aber Sassuolo hat auch eine super Saison gespielt. Ja. Nochmal Kahn Ayan bei Sassuolo. Demiral von Juventus, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Okay, und dann noch den Yazici. Aber spielen die überhaupt? Also ich meine. Das kann ich dir nicht sagen. Wenn man jetzt, also wer ist, ob jetzt Verletzung, ob jetzt Nominierung, was auch immer, Erschöpfung, keine Ahnung, was ist. Mhm. Aber jetzt geh nochmal runter noch, dass du nochmal, jetzt ist ja auch nur ein Beispiel mal. Ne? Ja, klar. Mal den Mann ich meine auch, ob die auch bei Juventus, ob der auch spielt. Das weiß ich, was du meinst, aber Demiral hat schon gespielt, aber das würde ich natürlich am liebsten sehen noch, wie viele Minuten sie da gespielt haben. Wir haben noch den Cengiz Ünder von der Roma, ne, hier, der jetzt auch nach Leicester gegangen ist. Auch 23 Jahre ist er noch alt, also fantastisch. Und den Yazici noch, guck mal, von Lille nochmal französischer Meister. Ich meine, da muss man erst mal werden, vor PSG, ne, über eine ganze Saison. Also das heißt, wir haben da auch ein bisschen Widerstandskraft, auch gegen ein vielleicht starkes Italien, was ich jetzt, haben wir jetzt nicht genauer geguckt, aber wir kennen natürlich Italien über Jahre, wo es vielleicht die Generation jetzt nicht top ist. Donnarumma. Ja, ne, fantastische Spieler. Aber ich bin ja auch immer so ein bisschen italienisch geprägt. Aber trotzdem, wenn ich halt sehe, was die Türken da entgegenzusetzen haben, würde ich sagen. Ne? Auch die Innenverteidigung jetzt mit Bonucci und Chiellini sind ja beide weit über 30. Ne? 34, 35 oder so. Ne? 33, 34. Ja, also, ne, siehst du ja, der ist schon 36, Chiellini. Naja, wie auch immer. Okay, also, da hättest du jetzt nochmal diesen Teamkader, jetzt klick das mal weg, kommst du ganz nach oben, dass man also hier sich dann nochmal so einstimmen kann. Ne? Okay, also das heißt, man guckt, macht sich dann ein Bild davon und dann würde ich jetzt sagen, okay, bei Italien gehe ich vielleicht noch einen runter, weil sie halt viele alte Spieler haben und bei der Türkei vielleicht noch einen hoch. Kannst du aber auch hier bei der konkreten Berechnung machen, ja? Jetzt klick mal das weg, da musst du oben rechts auf den, auf den Button klicken, ne? Und jetzt machen wir, ach so, jetzt haben wir das alles weggeklickt, das wollte man nicht. Gehen wir nochmal auf die Partie, Türkei, Italien. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, also ja, ich, ja, okay. Genau, und jetzt mach mal hier unten, da siehst du, dass dein Bildschirm immer nicht ganz, dass es nicht ganz... Ist nicht ganz drauf, ne?
Ja, genau. Jetzt geh mal auf Speichern. Der hat oben Erwartungen. Geh mal jetzt hier auf Speichern. Der hat das alles schon berechnet für dich. Okay. Immer auf Speichern. Da siehst du jetzt aber den Kurs auf Italien. Ja, bloß das sehen wir jetzt im nächsten Bildschirm nochmal besser. Jetzt machen wir den Bildschirm komplett zu. Also du kannst vielleicht noch hier den Buchmachervergleich machen, aber den sehen wir auch woanders. Geh mal nochmal noch, scroll mal nochmal hoch. Also es gibt einen Buchmachervergleich, das heißt, ich habe einen Vergleich zu anderen Wettbüros. Genau. Der Kurs auf Italien, dann scroll nochmal runter, dann gucken wir es nochmal. Der faire Kurs, das ist halt die berechnete Wahrscheinlichkeit, ist 54,5%. 54,5, geh mal auf weiter rechts, Verlustwahrscheinlichkeit. In blau. Achso, hier, okay, ich muss kurz meine. Ja, und das ist umgerechnet als Kehrwert in die faire Quote von 1,83. Okay, was fange ich jetzt damit an? Verlust. Da hast du jetzt den Computerwert, so wie du eingestellt hast, kommt raus 1,83. Jetzt kannst du das mit dem Markt vergleichen. Jetzt geh oben auf Buchmacher. Also du willst nur Favoritenkurse erstmal. Jetzt gehen wir mal auf Buchmacher. Ja. Und dann siehst du, dass der Kurs 1,54, 1,58, 1,59, dass du also mehr bezahlst. Ja? Okay, also wenn sich das hier mal anguckt, nicht so, wie ich erwartet hatte. Also ich hatte eher zwischen den beiden, nachdem ich halt die Spieler gesehen habe, hätte ich eher hier einen Unentschieden getippt. Also von den Quoten her. Du hast jetzt bloß mal gesehen, du hast jetzt gesichert, jetzt mach den Bildschirm komplett, mach das oben zu, rechts, oben rechts. Okay. Genau. Und jetzt machst du nochmal auf Save, da ist ein Save-Button in der Mitte, speichern. Genau, genau. Okay. Dann erst wird es hier eingetragen und jetzt hast du, nein, wir wollen es immer noch nicht, du kannst, glaube ich, den Button da ausschalten, bis zum nächsten Mal wieder. Also, dass du das dann nie mehr siehst, glaube ich, ne? Aber weiß jetzt nicht. Guck mal, jetzt steht dort 1,81, da steht sozusagen eine Indikation. Diese 4,75. Wo meinst du jetzt wo? 4,75 hier, okay. Genau, und da hast du, das wäre dein Kurs. Der Sports Monk, das ist unser Anbieter, der uns hier mit Daten versorgt. Ja? Der hat sogar nur eine 3,74. Also bei dem wäre das noch deutlicher. Geh mal auf die 3,74. Ja? Aber bei dem Buchmacher? Also ja. Okay. Ja. Das ist nur der Sports Monk, der das auch berechnet. Der macht es vielleicht halt nur nach Computerlogik. Wenn wir nur nach Computerlogik gegangen wären, würde bei uns vielleicht auch der Wert rauskommen. Das weiß ich nicht. Aber so, wir haben ja auch gesehen, dass wir verschiedene Gewichtungen noch machen können. Ne? Aber jetzt siehst du, dass der Markt maximal 8,6 und minimal, das steht daneben noch, ne? Okay. 8,6 und 6,0. Das ist also der Minimal- und der Maximalkurs. Es wäre immer laut Computer zu spielen, zumindest so, wie du es jetzt eingestellt hast. Wenn du das nicht möchtest, müsstest du Italien stärker machen oder Türkei schwächer. Was meinst du, es wäre immer zu spielen? Also, sprich, die Quote ist besser als, also die Buchmacher oder quasi die Wettbüros schätzen es anders ein, als es tatsächlich in Anführungsstrichen ist. Also du hast ja deine Einstellung gemacht. Ja. Du hast deine Einstellung gemacht. Du hast sie gemacht so gut, wie du jetzt konntest. Ja. Wir haben Italien nicht schlechter gemacht. Wir haben überhaupt nichts schlechter gemacht, glaube ich. Also nicht von diesen Mannschaften. Italien haben wir gelassen, Türkei haben wir gelassen. Es wäre also, im Prinzip ist es so angemessen, dein Kurs, nach dieser Logik, wenn man eine zusätzliche Logik einbauen will, es gibt zwei Parameter, also zwei, an denen wir das festmachen können. Es wäre also entweder, dass halt, wenn es drauf ankommt, können die großen Mannschaften noch zulegen. Ja, das ist ein Aspekt, den man, also die haben einen sechsten Gang, so haben wir das früher mal gesagt, weißt du, haben die einen sechsten Gang? Ja, die haben einen sechsten Gang, verstehst du so? Das ist auch, wenn jetzt Nadal oder Djokovic, Federer, wenn die im Grand Slam spielen, dann gewinnen sie das Spiel vielleicht doch noch eher, als wenn sie bei einem Challenger oder bei einem normalen jetzt Saisonturnier spielen. Ja, beim Grand Slam gewinnen sie das. Aber trotzdem hat sich das ja gezeigt, denn du hast ja die vorigen Turniere mit berücksichtigt, dass also die Favoriten sich doch nicht so sehr durchgesetzt haben, denn sonst hätte er die ja nicht die Wette ausgerechnet. Ja? Die hat er ja aufgrund ihrer Ergebnisse ausgerechnet. Hier kommt der zweite Effekt hinzu, das ist der, dass halt ein großes Turnier ist. Beim großen Turnier spielen viel mehr Leute mit am Markt und dann sind halt meistens die Favoriten überwettet, weil viele Leute, die halt so das erste Mal mitmachen oder jetzt sagen, jetzt ist großes Turnier, dann sagst du, am Freitag spielt Türkei gegen Italien, was wettest denn du? Nein, natürlich Italien, was denn sonst? Verstehst du? Weil ich will nicht, dann wetten halt viel mehr Leute Italien, als eben sozusagen nach Wahrscheinlichkeit
angemessen ist. Ja? Und so kommst du halt jetzt, sagen wir, also du kannst jetzt es noch anpassen, wenn du sagst, Italien glaube ich doch ein bisschen mehr dran oder die haben den sechsten Gang oder Türkei hat mir nicht gefallen. Da könntest du jetzt so gewisse kleine Verstellungen noch vornehmen, aber du würdest eigentlich wahrscheinlich nie diesen Marktkurs rausbekommen oder du machst es extrem. Ja, ja, dass du extrem auseinanderziehst sozusagen, ja. Nur ich muss noch ein paar Fragen stellen, damit ich halt alles verstehe. Ja. Also, wir haben hier jetzt Türkei gegen Italien, wenn ich drauf wetten will. Das sind jetzt hier schon ein paar Einstellungen getätigt. Und jetzt kann ich das nochmal individuell verbessern, oder? Jetzt kann ich nochmal mir die Spieler angucken und dann nochmal individuell nochmal verbessern, beziehungsweise, oder? Wir können das auch neu berechnen, wenn du Veränderungen... Hm. Wir sehen jetzt eventuell, was der Computer sagt. Wir können dann gucken, was der Markt sagt. Dann kann man immer noch sagen, oh, ich glaube dem Markt ein bisschen mehr oder ich glaube meinen ein bisschen mehr. Also das ist jetzt das, was... Also mein ist quasi das, was der Computer sagt? Ja. Und das ist was? Sportsmonk ist der Anbieter... Das ist Sportsmonk, okay. Das heißt, bei der liefert uns alle Daten, die kommen automatisch rein, auch für jeden Benutzer, der das Tool hier hat. Ja. Die kommen automatisch rein, da kommen Ergebnisse, Statistiken, da kommen die Spieler und sonst was alles. Ja. Aber der liefert auch Quoten mit. Die Quoten sind aber nicht so toll, aber man kann sie immer mal zum Vergleich... Okay, und diese 4,75, ist das eine Quote? Das ist eine faire Quote. Das ist die faire Quote, das ist der Kehrwert der Wahrscheinlichkeit. Also das ist, ja, das ist die faire Quote. Was ist der Unterschied zu dieser Quote hier? Das ist der Prozentvorteil, den wir hätten, okay, wenn wir den ersten Malkurs bekommen von 8,6 auf Türkei-Sieg. Also wenn du Türkei-Sieg spielen wolltest und die Zahlen alle stimmen, dann hätten wir halt 81% Vorteil. Also, okay. Also hier, also das ist die 8,6, das ist das, was der Markt sagt. Das ist das, was der Durchschnitt ist. Und was ist das hier? Das ist das, was mindestens auf jeden Fall... Ja, also die Kurse am Markt auf Türkei schwanken zwischen 6,0 und 8,6. Alles klar. Was auch genau einen Schnitt von 7,3 ergibt, aber der hat ungefähr 12 oder 14, 15 Anbieter. Achso, was kann ich jetzt hier machen? Preis eingeben? Ich habe jetzt hier gerade auf das... Ja, du könntest jetzt sogar eine Quote eingeben, dann würde er dir hinterher das ausrechnen. Würde ich jetzt mal weglassen. Also dann würde er jetzt auch einen Betrag eingeben, dann würde er sozusagen hier auch ein bisschen Wetten auswerten. Ne? Bleib mal hier. Geh mal jetzt auf Wales gegen Schweiz. Geh mal auf Wales gegen... Aber jetzt würde er dir wieder Werte ausrechnen. Jetzt hast du super Werte raus. Die sind wie meine. Mach mal jetzt das auf Speichern. Jetzt speichere das mal. Da steht wieder die faire Quote. Genau. Mach mal erstmal auf... Jetzt hast du es einmal gespeichert, genau. Ich hab noch nicht drauf geklickt. Soll ich hier auf Speichern gehen? Genau, bitte, genau, dieses Speichern ist wichtig, weil dann hast du die Werte endlich drin und dann kannst du auch den Quotenvergleich machen. Jetzt geh mal hier runter, merken wir uns die 2,16 auf die Schweiz. Die merken wir uns. Die hier, ja. Genau, wir haben 2,16. Jetzt scroll mal hoch, nochmal. Hm? Jetzt geh mal auf Buchmacher. Genau, jetzt siehst du, dass du überall so ein bisschen mehr bekommst auf die Schweiz. Siehst du das? Okay. Mehr als 2,16. Also hier könnten wir mit den Einstellungen, das ist bei mir auch so ganz bisschen so, dass man das also Schweiz spielen könnte eventuell. Also wenn das heißt, hier ist was zu holen. So ganz bisschen hat man einen Vorteil, weil wir haben 2,16. Ja. Wenn wir 2,25, jeder muss natürlich noch sehen, bei welchem Anbieter er spielt, aber er kann einfach bei seinem Anbieter raufgucken, wie die Quote ist. Wenn sie 2,25 ist, würde der Computer sagen, okay, kannst du spielen, machst du keinen Fehler. Gehen und hier wird dann die Kohle gemacht quasi. Wenn ich sehe, okay, da ist was zu holen, dann kann ich hier, habe ich hier meinen leichten Vorteil und dann, das also sind dann die Dinger, wo dann die Kohle gemacht wird. Immer wenn die Zahlquote höher ist als die Quote, kannst du es spielen. Ja. Du musst bloß links sehen, hast du ja Anbieter. Dann hast du vielleicht da kein Konto. Also weiß jetzt nicht, ob du da irgendwo spielst oder ein Konto hast. Aber wenn du aber die sind trotzdem fast alle höher, außer hier Bett. Ja, aber die sind vielleicht alle höher. Das kann aber morgen anders sein. Fakt ist, dass man da einfach jetzt bei seinem eigenen Anbieter raufguckt. Ne? Ja. Genau. Dann guckst du einfach bei deinem Anbieter, weil vielleicht ist der hier bei, aber du brauchst einfach nur bei deinem zu gucken. Ja. Viele Leute werden nur ein Konto, einen Anbieter haben, ja, dann gucken sie halt da, aber meistens zahlen die marktgerecht. Wenn wir also hier so 2,25 sehen, dann wird man schon die 2,25 auch bekommen. Wenn der eigene Anbieter nur 2,20 zahlt, sagst du, will ich nicht unbedingt. Jetzt gehen wir auf Mannschaftenkader, nur mal kurz, um uns so ein bisschen vielleicht damit ein Bild zu machen. Wir haben Jan Sommer, wir haben Kobel, hat natürlich auch eine tolle Saison, aber wir haben nur einen Torwart, okay, lass mal weg.
zählt jetzt auch nicht. Also die von Wales können wir auch noch betrachten. Ne? Der Hennessy hat ja vielleicht immer gespielt, aber Crystal Palace oder Danny Ward wird jetzt spielen. Leicester City will ich jetzt nicht unbedingt Deutschland vorheben, aber Gladbach ist ja auch eine sehr ordentliche Adresse. So, jetzt weiter runter. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch entgegenzusetzen haben auf Seiten von Schweiz. Ja? Das sind alles so Dritt- oder zweitklassige Vereine, ne? Muss man schon sagen. Also ja, natürlich Tottenham. Wir haben ja Babu, der wird spielen. Oder, denke ich mal, Elvedi, das ist immer Borussia Mönchengladbach, jetzt egal, ob die Europa League oder nicht, das ist aber das Niveau, die haben ja Champions League letzte Saison gespielt, Wolfsburg ist auch, dann haben wir Newcastle, okay, hat sich immerhin gehalten, gehen wir noch weiter runter. Jetzt haben wir, hier, da ist ja Italien, wo war das, da haben wir nochmal Wolfsburg, da haben wir nochmal Dortmund, Akanji, da haben wir Liverpool, Arsenal, Frankfurt, guck mal, Mainz, alles gestandene Bundesligaspieler. Und dann, ich hatte jetzt gedacht, wir reden über Wales, aber ja, das ist richtig. Also hier sind schon, das ist schon deutlich besser. Die. Genau, und bei der anderen Seite hast du halt überall so Niveau von England Champions. Meine ich. Also immer so, ja, Cardiff, Stoke ist alles Championship. Doncaster ist noch darunter, Luton ist Championship. Mal hier einmal noch Juventus. Ja, du hast halt den Ramsey drin, natürlich, und den Dings und Daniel James und den Gareth Bale, ne? Aber trotzdem haben wir überall, guck mal, ich will überhaupt keine Werbung jetzt machen dafür. Ich sage bloß, man kann sich, ne, Gareth Bale haben wir natürlich noch, ne? Ja, 31 Jahre ist noch nicht. Ja, der ist ja auch nicht schlecht drauf. Also ich meine, der hat ja auch ein paar gute Aktionen gehabt da in den letzten Spielen. Aber, naja. Schau mal, du kannst. Jetzt einfach, wir haben mal einen Kadervergleich gemacht, da kannst du daraus machen, was du willst. Jetzt sagst du halt, nee, Wales gefällt mir, nachdem ich durchgeguckt habe, doch ein bisschen besser, Schweiz sehe ich doch nicht ganz so stark, oder du bestätigst das, oder du kannst einfach jetzt dir nochmal ein Bild machen. Wir haben halt jetzt diese Möglichkeit, die Schweiz zu spielen, so wie du es eingestellt hast. Ja. Das hast du über Voransicht des Kaders gemacht, das hast du einfach mehr oder weniger mit Computerlogik und ein ganz bisschen vielleicht Adjustment danach. Mach mal das weg. Jetzt diesen, klick mal den X-Button. Genau, und jetzt gehst du noch, jetzt müsste da das Save. Drück mal oben nochmal auf Speichern. Weil du musst jetzt in der Mitte das auch nochmal speichern. Erst dann müssten hier die Zahlen übernommen werden. Ne? Jetzt hast du deine Werte drin, genau. Und jetzt hast du diese, scrollen wir nochmal jetzt nach rechts, dass wir die Quote auf die 2 sehen. Da ist jetzt die 2,16 und Max. Einen Moment, das ist ja dann noch Türkei. Okay, hier in dem Bereich müssen wir jetzt gucken. Damit man das auch versteht. 1x2, ne? Oben hast du ja 1x2. Ja. Und auf die 2 haben wir diese 10% Vorteil. Es ist sozusagen, aber das ist jetzt, guck mal, du hast die Einstellung gemacht, eben hast du nochmal die Karte geguckt, du kannst es jetzt wetten oder es sein lassen. Ich würde natürlich die 1,1, guck mal, hinten steht doch bei der Quote, bei der. Ja, jetzt? Ja, du hast halt die 2,16, die er jetzt gespeichert hat, und das Maximum und Average und Minimum. Ja. Siehst du doch, da hast du also quasi diesen kleinen Vorteil angezeigt. Also der Vorteil ist aber nur diese 0,1, ne? Quasi hier. Ja, 10%, das wäre natürlich recht gewaltig, aber es ist, du musst dich erstmal realisieren alles. Das war jetzt bloß mal, so hätte man da auch manchmal vielleicht eine Chance, einen Favoriten zu spielen oder so. Aber so gesehen ist doch hier auch ein kleiner Vorteil, oder? Ja, das liegt daran, dass wir haben... also wir haben ja einen fairen Kurs und der Maximalkurs, das siehst du auch hinten, hast du ja einen Minimalkurs, der liegt unter unserem, ja. Also wenn du die 4,20 bekommst, könntest du halt theoretisch auch die 1 spielen, ne? Ja. Und dann könntest du sagen, für 4,20 und 2,38, dann spiele ich die 1 und die 2. Das wäre praktisch rein nach Computerlogik gespielt, aber ich glaube nicht, dass du die 4,20 wirklich bekommst. Das muss man dann nochmal nachgucken. Aber wenn man sie bekommt, dann hast du quasi laut Computer 2 gute Wetten. Ne? Ja. Aber ob man dann sich damit wohlfühlt oder so, ne? Ob du dann sagst, ist ja egal, wer gewinnt, ich gewinne immer was oder so, dann nachher geht es X aus und so. Also dann würde man sich vielleicht lieber, aber das kommt natürlich vor noch immer, dass es widersprüchliche Quoten gibt am Markt. Ja. Aber normalerweise ist es also eher selten. Ne? Also heute eher selten. Ne? Okay? Okay, sehr cool. Also das heißt, die Quote, die ich jetzt hier mir ausgerechnet habe, die kann ich jetzt in meiner Wettstrategie, die du mir gezeigt hast, einbringen und dann
Ja, Du super. könntest es machen, du könntest es auch erstmal nur aufschreiben und ein bisschen beobachten, dass du sagst, ich will gleich Geld darauf, sondern ich will erstmal sehen, wie das Tool so allgemein funktioniert. Aber ich notiere mir das gleich und dann, dass ich schon mal. Bitte? Im Grunde hätten wir die Wette, Türkei verliert nicht. Ja. Also wenn du 1 und X spielst, dann kannst du normalerweise auch, gibst du also doppelte Chance, kann man spielen 1 und X, dass man beide, das kann man normalerweise das an, dann zahlst du praktisch groß auf die 2. Das kannst du spielen und Schweiz, das wären jetzt praktisch so 2 Sachen, aber das Schweiz hat dir vielleicht gar nicht mal so gut gefallen, wo du sagen würdest, ach, da passt über meine Einschätzung noch an. Aber es gibt eben noch mehr Märkte, ich weiß nicht, ob du da nochmal raufgucken wolltest oder ob wir das jetzt mit dem 1 und 2 belassen wollen. Aber letztendlich hast du auch das, wie viele Tore fallen und so, das würde er dir alles jetzt mitberechnen. Dann kannst du das auch wieder vergleichen mit dem Markt, ob der Markt da die Anzahl der Tore höher sieht oder weniger als du oder ob du dann wetten könntest, es fallen viele Tore oder wenig Tore. Da gibt es also dann auch noch mehr Wettmöglichkeiten drumherum, ne? Also ich meine, die Frage ist ja, wir haben ja jetzt vorher nicht darüber gesprochen, ob du jetzt, wenn du diese beiden Paarungen sehen würdest, die wir jetzt genau hatten, ob du denn auch auf eine Idee kommen würdest, eine Wette zu machen oder ob du dann sagen würdest, nee, wahrscheinlich auch, da wette ich lieber nicht oder so. Ne? Das ist halt die Frage. Durch das Tool hast du, im Grunde haben wir ziemlich objektiv bei den beiden Spielen gearbeitet, denn wir haben keine manuellen Eingriffe. Wenn wir manuelle Eingriffe haben, dann haben wir also bei anderen Mannschaften, nicht bei den Vieren, das muss sich erinnern. Wir haben bei Italien nichts gemacht, wir haben bei Türkei nichts gemacht. Höchstens haben wir den Toreschnitt ein bisschen verändert. Ja. Aber der hat nicht so einen großen Einfluss auf die Quote. Ne? Dann würde er halt sagen, okay, das X wird ein bisschen wahrscheinlicher, wenn mehr Tore fallen, dann wird unwahrscheinlicher und dann gehen die Siegquoten da ein bisschen runter. Aber es ist keine so große Veränderung, ne, die wir da vorgenommen haben. Und von daher hast du also jetzt in gewisser Weise objektive Kriterien, aber natürlich können die, also du hast ja, haben wir ja schon gesagt, du kannst es jetzt wieder anpassen, dass du sagst, nee, gefällt mir doch nicht so gut, so stark sehe ich die Schweiz auch nicht oder Wales, da habe ich Gareth Bale und so und weißt du, auch bei Türkei kann man jetzt natürlich gerne sagen, Mensch, die Italiener, die kenne ich doch und die wissen schon, wie man 1-0 gewinnt, ich will gar nicht unbedingt gegen Italien wetten, ne? Du kannst jetzt aber trotzdem hast du in gewisser Weise halt so objektive Kriterien. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir das Tool geholt und jetzt hat er mir eine 1,83 ausgerechnet auf Italien und jetzt wette ich trotzdem Italien oder so, ne? Dann würde ich sagen, nee, dann lass mal lieber das Tool sein, weißt du, weil dann wettest du sowieso nur nach deinem Gefühl. Dann kannst du natürlich auch so lange das einstellen, bis dein Italien-Wette rauskommt, aber dann brauchst du auch das Tool nicht, ne? Dann kannst du es ja auch gleich wetten, weil dann kann ich ihm natürlich nicht sagen, wie er auf Dauer abschneiden wird. Ja. Aber was ich, und dann muss er selber verantworten, aber was ich nur sagen kann, mit den objektiveren Werten hier, kann man sagen, der Markt hat ja immer einen Grund, warum er da 1,54 oder 1,62 zahlt. Auf Italien, die sind ja nicht doof, die Leute, ne? Sondern sie sind ja, sie wissen ja schon auf lange Sicht, wie sie, ne? Viele sagen ja, das Geld wandert sowieso immer zur Bank. Ja, warum? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die 1,54 zu hoch ist, sondern weil da zu viele Leute drauf wetten, ne? So, ja. Die da eben auf die Dauer doch fallen. Ne? So. Okay, also nochmal zusammenfassend oder einfach nochmal, um das hier nochmal vielleicht auch klar zu machen, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Kombi-Wette macht, wo man überall die Favoriten wettet, also hier, man geht jetzt auf Tipico zum Beispiel und man hat irgendwie 6 Partien am Tag und man hat überall eine, man nimmt immer nur die 1,25 Quoten, weil man denkt, ja, das ist safe, auf die Mannschaft zu wetten, dann macht man halt auf lange Sicht Verluste, weil man halt die schlechten Quoten miteinander multipliziert eventuell. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man, wenn man halt wettet, dass man guckt, welche Quoten tatsächlich einem einen Vorteil bieten. Und deswegen, ja, wirklich, also bin richtig begeistert von dem Tool. Bitte? Er rechnet ja hier auch aus, was man bezahlen könnte. Ne? Du rechnest ja, er rechnet ja aus, was man bezahlen könnte. Der würde dann sagen, ja, 1,62, die zahle ich auch. Also quasi, ne? Wette ich ja nicht, sondern das bezahle ich. Wenn ich es irgendwo an der Wettbörse zum Beispiel bezahlen kann, gibt es ja auch Wettbörsen, wo du dann wieder Lay machen kannst und Back und Lay. Und dann kannst du vielleicht den Kurs bezahlen. Das würde er dir hier raten. Und dann kannst du sagen, ja, die Seite, die halt Italien den Kurs bezahlt, ist die richtige Seite. Aber das können wir auch nicht beweisen. Das können wir nur über eine längere Distanz beweisen, dass es halt klüger ist, hier gegen Italien zu spielen. Ne? Aber wie gesagt, das Spiel kann morgen ausgehen, wie es will. Und dann hat unsere ganze Theorie hier nichts gebracht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die Buchmacher leben davon, dass sie meistens den Favoriten nicht zu hoch bezahlen. Machen wir auf Langzeitsimulationen. Also wir sind jetzt hier bei Langzeitsimulation drin und jetzt habe ich hier auf
Runde 3 getippt. Okay, das bedeutet jetzt kannst, ja? Jetzt hast du die Wahrscheinlichkeiten, dass die, wer ist erster nach Runde 3? Das okay. ist der Abschluss der Gruppenphase, ne? Weil ja. es sind ja nur drei Spiele. Jetzt hast du für den ersten Platz hast du Wahrscheinlichkeiten, die sich aufaddieren, Italien, Schweiz, Türkei, Wales? Wahrscheinlichkeit steht da? Okay, das sind jetzt aber nur Gruppen, ne? Die unterschiedlichen Gruppen sind das. Es sind für alle Gruppen alle Plätze. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ja. von ersten Platz ja. addiert sich auf 100%. Ja. 51,5 plus 20,6 plus 16,6. Du müsstest auf die vier Werte mal gehen. Dann sieht man, die Summe dieser vier Werte ist 100%. Das heißt, der erste Platz ist immer besetzt von einer dieser Mannschaften. Die Summe von den Plätzen 2 ist auch 100%. Ja, da ist es ziemlich ausgeglichen, ne? Ach so. Auf dem zweiten Platz. Ist egal jetzt. Es sind auch immer 100%. Das ist ja. für jede Platzierung. Und wenn du alle Werte von Italien aufaddierst, alle ja. Werte von Italien, dass sie erster, zweiter, dritter oder vierter werden, hast du auch 100%. Okay. Also Italien zu 53,5% erster, zu 24,4% zweiter, zu 15,1% dritter und zu 7% vierter. Also einen der vier Plätze belegen sie. So, diese Wetten werden natürlich auch angeboten auf Gruppensieg, teils auch auf den letzten Platz. Zeig mal kurz deine Wales-Quote auf den letzten Platz, weil wie wahrscheinlich wird Wales vierter? Da steht es. 43%. Ja, 43%. Mit meinem Wert fast genau. Da ist eine Quote von 2,33. Siehst du das dahinter? Das ist die faire Quote, das ist der ja. Kehrwert von den 43%. Ja. Und da ist halt, habe ich vorhin gestern ein Video geguckt, wo einer das empfohlen hat zu spielen für 2,3, dass Wales Gruppenletzter wird. Der hat aber gesagt, das kann man sogar für eine 2,0 spielen. Da habe ich natürlich dann sofort quasi so, ich meine, ich will ja nicht gleich immer ein Reaction-Video machen oder so. Aber wo ich dann sage, wie hast du die Zahl ausgerechnet? Ne? Wir können es jetzt ausrechnen, 2,33, da hat er gar nicht so schlecht gewettet. Aber ich kann ja sagen, du, Wales ist aber viel schlechter, als du hast. Ne? Ja. Verstehst du? Aber dann musst du einstellen und dann rechnet er hier eine faire Quote aus von 1,8. Aber dann musst du auch jedes Spiel gegen Wales spielen oder so. Das ist halt abhängig von der... Jetzt gehen wir weiter runter. Jetzt guck mal bei der Deutschlandgruppe, weil bei dir könnte jetzt rauskommen, weil du hast bei der Deutschlandgruppe, Gruppe F, hast du relativ große Unterschiede gemacht. So wie du es jetzt ein... Guck mal auf den Gruppensieg. Okay. Oh, ja. So extrem. Das ist knapp auch, ne? Zwischen den ersten drei hier. Ja, so wie du es eingestellt hast. Das hängt ja von deinen Einstellungen. Ja, klar. Aber da ist Frankreich jetzt gar nicht so deutlich vorne, ne? Wie ich jetzt dachte. Ich glaube, wir müssen jetzt auf den Markt gucken, was der Markt da zahlt. Das haben wir hier nicht drin im Sportsmonk. Aber ich wollte nur mal zeigen, wir können dir alle Platzierungen jetzt ausrechnen. Du kannst nur mal jetzt nach oben gehen und halt vor allen Dingen Gruppensieg. Ne? Aber es wird halt eher rauskommen, vielleicht auch in der Spanien-Gruppe oder, naja gut, okay, gucken wir jetzt auf Achtelfinale oder auch auf Finale. Geh mal bei Group Stage steht da. Nein, das ist die Group Stage. Ach, das kannst du auch. Wollen wir mal Finale einfach angucken. Abschließend jetzt. Genau, jetzt hast du, das hat er alles ausgerechnet, wer wird Europameister. Ne? Bei dir kommt eine Quote raus auf Frankreich von 6,9. Da zahlt der Markt, glaube ich, 5,7. Also das hast du genau wie der Markt eingeschätzt jetzt. Ja. Du kannst es nicht spielen. Weißt du? Obwohl sie Favorit sind, kannst du es nicht spielen. Bei Italien hast du jetzt aber eine 7,87. Warum Italien vor Belgien steht, da könntest du sagen, der Computer spinnt ja, kann ja gar nicht sein. Hm. Da sehen wir nicht, also weil wir haben ja Belgien vor dir eingeschätzt, da sehen wir jetzt nicht den Turnierbaum, den kannst du nicht im Kopf. Das hängt ja davon ab, wie oft werden die Erster, wie oft werden die Zweiter, welchen Gegner bekommen die dann. Das ist hier alles drin? Und das hat der alles in der Simulation natürlich mit eingerechnet. Das heißt also, wenn da eine 7,87, dann bist du vielleicht selber verblüfft, weil du sagst, habe ich die doch gar nicht. Ja, es liegt aber daran, dass mit gewissen Wahrscheinlichkeiten die Gegner vielleicht bei Italien leichter sind, was wir hier nicht so nachvollziehen können. Krass. Da müssen wir das anders betrachten. Aber das heißt ja jetzt auch nicht, dass du es wetten musst. Ne? Ich glaube, du kriegst 10 oder so auf Italien. Du könntest es jetzt spielen. Verstehst du, dann hättest du sozusagen deine Art von Geheimfavoriten. Aber vielleicht würdest du dann auch nochmal mit dir selbst in Klausur gehen, bevor du jetzt das wettest. Und dann würdest du sagen, na so unbedingt die Nummer 1. Weißt du, so meine Nummer 1 sind sie gar nicht. Dann könntest du das wieder ein bisschen verstellen, weißt du, dass du sagst, nee, das soll ja gar nicht rauskommen. Weil das natürlich, wenn du es für Italien verstellst, dann kommt natürlich bei den anderen Zahlen
wird es dann ja ein bisschen wahrscheinlicher, ne? Wenn du Italien jetzt, ja. dann kriegst du ja vielleicht bei nachher auf Portugal eine gute Quote oder ne? Dass du sagst jetzt so. Aber letztendlich, du kannst auch mal hier gucken bei Schweiz oder so. Ja, guck mal bei der Schweiz. Da steht 47,62. Ja. Ich glaube, ich habe gesehen gestern, dass man da eine 60-fach bekommt. Ne? Also quasi der Computer würde hier sagen, du kannst die Schweiz auf Europameister wetten. Jeder weiß natürlich, dass die das nicht werden. Oder wie soll ich es ausdrücken? Mhm. Oder? Also eigentlich geht es ja. Ne? Aber wir haben ja Griechenland gehabt. Wir haben Dänemark damals gehabt, 92, 2004 Griechenland. Also wir haben schon Außenseitererfolge gehabt. Und du ich hast sag mal so, man muss es nicht machen, aber laut Computer wäre das eine Sache, die man machen könnte. Ja, wobei der Markt zahlt heute also unheimlich fair. Also du, früher war das also viel mehr Quotenschnitt drin, also viel mehr so Abstriche von der fairen Quote. Heute zahlt der Markt unheimlich fair. Also du kannst auch, sagen wir, oftmals Favoriten sogar spielen. Also okay. Bei dir wäre es jetzt Italien und Portugal, glaube ich, die du spielen könntest. Oder so, also wo du sogar Favoriten, ja. Aber das. Also das ist, ich kann natürlich nicht sagen jetzt, dass das unbedingt gute Wetten sind. Eine Chance, wenn du eine Zehnerquote spielst, eine Chance von ungefähr 1 zu 10 oder 12%, 1 zu 8 hast, dann gewinnst du das ja immer noch nicht jetzt, weißt du, auf einen Schlag. Also so, weißt du, weil das ist ja, da musst du 10 Turniere haben und dann müsste Italien halt entweder einmal oder zweimal Erster werden, so ungefähr, weißt du, ich meine, so, da muss ich erstmal so lange leben noch, so ungefähr, ja. Also, aber trotzdem, wie gesagt, man kann sich da auch ein bisschen den Spaß erhöhen damit. Klar, wenn man jetzt so einen Longshot hier wie Schweiz spielt für 60-fach, aber du kannst, glaube ich, hier auch in Polen oder so, da musst du dir mal die Marktquoten angucken, ja. Die zahlen aber auch ganz unten, geh mal weiter runter. Die zahlen also, glaube ich, hier, nee, nur auf dem ersten Platz. Nur auf dem ersten Platz. Da siehst du also auf Wales, das kriegst du, glaube ich, genau 500. Finnland hat es nur einmal geschafft in 1000 Versuchen hier. Wir haben 1000 mal durchlaufen lassen. Aber du kriegst auch teilweise vielleicht auf, naja, du kriegst halt irgendwo 60 oder 80-fach, weißt du, jetzt auch teilweise auf so einer Außenseiter. Ist natürlich jetzt bei einer 1000-Simulation, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass Russland jetzt genau korrekt bewertet ist, ne? Weil das halt auch ein bisschen zufällig ist bei einer Simulation. Ne? Aber wie gesagt, hier kannst du dann so ein bisschen gucken, du kannst aber auch wetten, wer kommt ins Finale, Halbfinale, da müsstest du oben nochmal die Runde wechseln, ja, ne? Ja. Wenn du auf Halbfinale gehst oder mal Quarterfinals oder so. Ja, okay. Muss jetzt nicht sein, muss nicht sein. Ja. Überhaupt. Nur so, da kriegst du halt auch Wahrscheinlichkeiten raus und da kriegst du, hast du jetzt das richtig angeklickt? Quarterfinals? Ah ja, da ist die 4,55. Ja, nicht. Das okay. Das ist, Also man kann auch, wie gesagt, da wetten, bis zu welcher Runde kommen die Mannschaften weiter. Das wird auch teilweise angeboten. Da kriegt man dann halt eventuell auf Schweiz erreicht das Viertelfinale, kriegst du dann 8-fach oder 6-fach oder so. Und das ist dann, also das ist dann eventuell viel attraktiver, als das nur auf Turniersieg zu wetten. Ne? Dann hast du die 3 Vorrundenspiele, da kannst du immer mit der Schweiz so mitfiebern, sozusagen. Ja. Und dann kannst du sagen, ja, Gruppenphase haben sie überstanden, jetzt Achtelfinale haben sie auch noch überstanden, weißt du? Jetzt habe ich so, meinem Geld nähere ich mich an oder so, ne? Kommt das Halbfinale, dass du eben nicht diesen 60-fach, sondern dann halt so eine 6-fach oder so spielst für eine kleinere. Und das würde der aber auch eventuell hier indizieren, okay? Interessant, okay. Interessant wäre jetzt natürlich, wenn man das hier noch vergleichen könnte direkt mit den, aber das kommt wahrscheinlich dann noch, ne? Dass es direkt da steht, was du spielen kannst. Also du musst dir hier jetzt mal gucken, irgendwo, was die Buchmacher da anbieten. Die bieten das nicht. Also ich habe gestern mal so ein bisschen rumgeguckt. Das macht jeder Buchmacher, bietet so ein bisschen andere Wetten an. Ach so, okay, ja. Teilweise so ein bisschen zusammenbasteln, weil du dann immer mal suchen musst, weil die, naja, die bieten dann immer so 3 Spezialwetten an oder irgend sowas, wo du dann halt gucken musst hier. Und das, die haben auch nicht Lust jetzt, immer für jede Chance eine Quote hinzuschreiben, die sowieso nie gespielt wird, weißt du? Weil die wollen lieber machen, hier haben wir eine attraktive Wette, die sich irgendwie gut anhört, die wollen wir anbieten, die wollen wir verkaufen, weil das gar keinen Sinn mehr hat, dass die irgendwie solche Ellen voll Papier, die Leute stehen dann nur wie der Ochs vom Berg, kennst du ja, ne? Die wissen gar nicht, wo soll ich denn jetzt hier gucken oder weißt du, ist viel zu viel. Klar. Deswegen, so ist es ja bei uns auch im Prinzip, wo du jetzt sagst, oh, wo soll ich denn jetzt anfangen, weißt du, ich habe viel zu viele Möglichkeiten. Ja. Man muss so ein bisschen das Abwägen halt, ne? Dass man halt die Spiele eventuell wettet oder halt so 2, 3 Langzeitwetten macht oder so, wo man sagt, hier habe ich eine Mannschaft, wo ich gute Quoten bekomme oder so, ne?
So, Und okay. ganz kurz noch, du meintest, es gibt noch ein Tippspiel, wo man sich anmelden kann. Den Link, wo finde ich den? Den auf dem Discord, oder? Du wolltest den auch irgendwie bei YouTube Genau, der müsste ja verlinken? eingestellt sein hier unten, Okay. dass man auf den Discord gehen kann und da ist das Tipp-Tipp-Gewinnspiel, wo ja Ja. auch tatsächlich wirklich recht lukrative Preise. Natürlich sind die in Form von Wettguthaben, aber Ja. es ist Also trotzdem der Geld. erste Platz bekommt irgendwie 100 Euro und man spielt quasi gegen dich. Na, ich bin dabei. Okay. Ich werde natürlich den ersten Preis abräumen, ist ja klar. Also sprich, die 100 sind Ja. über. Nein, ist ja Blödsinn. Also, Ich ja habe bei mich noch mir. nicht angemeldet. Ich habe mich noch nicht angemeldet. Spaß. Aber da gibt es halt, ich Ja. denke mal schon, dass jedem halt auch so ein bisschen Spaß macht, Ja. da einfach, ne, weil man ja gratis teilnimmt und Ja. was gewinnen kann. Ne? Und dann kann man halt seine Expertise da auch so ein bisschen untermauern. Ne? Okay. Okay, und was hat Also man? EM kann man das nutzen, was wir gerade hier eingestellt ha haben und noch einiges mehr. 5 € muss man zahlen und dann gibt es halt noch das Tippspiel, wo man sich auch anmelden kann. Werde ich nachher alles machen. Ich bedanke mich und ich Okay. freue mich einfach auf weitere Zusammenarbeit und dass man das nochmal, die Strategie noch ein bisschen ausfeilt und so, bin ich sehr gespannt. Genau, Bis auf super. weiteres. Mach's Na, gut. bald. Ciao, ciao. Ciao.